wird schon früher gehen, glaube ich. Unter Oderson ab geht es jetzt hier in Tipperary. Die Pferde sind unterwegs. Augenblick warten, bis wir sehen, wer die Oberhand nimmt. Hier ist wieder ein bisschen dunkel im Bild da. Die Bilder sind zu klein heutzutage. Ist nicht eins von den ersten Pferden ab. Da kann ich Ihnen sagen, The Moon Machine ist ganz schön gesprungen. Und auf der Innenseite haben wir jetzt Clemine Dawn vorne. Das läuft zum ersten Mal, aber zeigt schönen Schritt. Clemine Dawn ist vorne hier mit Outfly. Das sind die zwei Pferde im Front und das sind zwei Debutanten. Da den kommt The Moon Machine in dritter Stellung. Auf der Außenseite von The Moon Machine, so hat sie denn noch einer schön, das ist C'est la vie, kommt denn dabei, nicht? Der geht ganz schön hier auf der anderen Seite, Nummer 8, seite ich auch im Vor, das ist Strong Project, ist dabei, hier kommt der Schimmel, Nummer 2, Eben Zayan, das ist der heiß favorisierte dann, der nicht weit hinter dem Korn, Wolf Light ist auch vorne mit dabei, da haben wir schon einen weit zurück hinter den anderen Pferden, Augenblick warten, bis ich den erkennen kann, meine Damen und Herren, das kann ich im Augenblick nicht sehen, wer das ist. So, Outflame Nummer 4 hat die Oberhand hier, Outflame geht jetzt nach vorne mit den Clemine Dawn Nummer 12 in zweiter Stellung. Im dritten Platz läuft immer noch hier C'est la vie ist dabei. Der geht ganz schön dann auf den Innensatz von C'est la vie. Jennifer Joe macht auch ein bisschen Boden dahinter den Pferden und ganz auf der Innenseite. Das ist Jennifer Joe da und Sleepmaster ist auch vorne mit dabei. Nicht weit hinter den Pferden, ja, wo kommen denn da Pferde weg da auf der Außenseite? Ich sagte ja, in der gelben Jacke, das ist immer noch Clemine Dawn da. Das ist jetzt zurück in dritte Stellung gefallen. C'est la vie ist in zweiter Stellung. Vier Auflein bleibt vorne mit C'est la vie und Clemine Dawn. Dann hinter den Pferden. Ich kann nichts von meiner Wahl sehen, also das ist Mars and Place hier, meine Damen und Herren, obwohl ich kann Ihnen sagen, das macht ein bisschen Boden und die der Favorit hat auch noch viel zu tun hier. Der graue Hengst, aber Zayan muss auch Flügel finden, wenn der gleich durchkommt, der ist so weit zurück auf seinen Hacken sitzt im Augenblick. Mars and Place, also die beiden sind auf derselben Höhe oder nah genug zusammen, nicht vorne immer noch Offline bleibt vorne. Sailor V und Strong Project, das sind die ersten drei Pferde. Tempo wird jetzt stärker, näher und näher, der gerade geht es hier. Dann hinter den Pferden auf der Innenseite. Also ich kann Ihnen sagen, hier auf Flame ist vorne, Strong Project ist dabei, Scarfillet macht guten Boden auf der Außenseite, Banner Grow macht schönen Boden, dann kommt Ebersien, der kommt schön jetzt brennend auf der Außenseite, Ebersien neben Ebersien auf der Außenseite. Wer ist mit ihm dabei? Ich weiß nicht, da gucke ich mal eben hier. Mars and Place ist auch noch dabei, das geht okay, aber wird jetzt doch stark geritten und verliert ein bisschen Boden, braucht sicher den Lauf hier. Offline hat die Oberhand vorne, Scarlet ist in zweiter Stellung, Strong Project ist mit dabei. Jetzt die gerade hoch und vorne immer noch hier. Offline Nummer 4 hat die Oberhand, Denko, Scarlet und Ebersehen kommt jetzt auf der nahen Seite, Strong Project ist hinter den Pferden, aber vorne Offline ist da, aber der Favorit kommt vorbei. Ebersehen, die Nummer 2, kommt vorbei. Mitkanein schickt Ebersein nach vorne. Ebersein ist vorne. 2 gegen 4. 2 hat die Oberhand. 4 ist zweiter da. 2 schafft das vor 4 hier. Ebersein gewinnt es leicht. 4 in zweiter Stellung. Und Scarcy Light mit Strong Project after dem. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Der Einlauf hier in Tipperary. Ich wiederhole 2, 4, 6.